Für Botvinnik begann die Zeit der Titelverteidigung. Die erste stand an 1954 gegen Wassili Smyslov. Er musste dann gegen Smyslov nochmal seinen Titel verteidigen, 1957. Aber wir schauen uns jetzt erstmal eine Partie an aus dem Jahr 1954, die erste Partie ihres Matches, das insgesamt nur unentschieden ausging. Also auch hier Botvinnik wieder denkbar knapp an einem Titelverlust vorbei. Schauen wir uns die Partie an. Überschrieben habe ich diese Partie mit der französische Läufer, denn es wurde französisch gespielt. E4, E6, D4, D5. Und der französische Läufer ist sozusagen der Inbegriff eines schlechten Läufers im Schach, weil er zum Beispiel nach, sagen wir mal, Springer C3, Läufer B4, E5, wie es in der Partie geschah, hier sehr, sehr ungünstig auf C8 eingesperrt ist. Und es dauert einige Zeit, manchmal sogar dauert es die ganze Partie, um ganz ehrlich zu sein, bis dieser Läufer rauskommt und sich irgendwie nützlich machen kann. Denn an sich ist die schwarze Struktur sehr gesund. Also ist nichts verkehrt damit, jetzt hier diese Bauern zu haben, diese Bauernkette, denn man kann ja mit C5 hier sehr, sehr schön anknabbern. Aber dieser Läufer auf C8, das ist der eigentliche Grund, warum Französisch von vielen Leuten kritisch gesehen wird und warum wiederum andere Leute eben Karo Kann spielen, also mit dem Zug erstens C6 starten, damit sie in genau diese Strukturen kommen können, aber nachdem sie ihren Läufer rausgebracht haben, dass sie eben jetzt E6 machen und da sind sie sogar bereit, dann Tempo zu investieren, um anschließend irgendwann mal C5 zu spielen. Und dann hat man ja C6, C5 gemacht, aber eben um den Preis, dass man jetzt immerhin den Läufer draußen hat und der auch aktiv mitspielen kann. Also das ist das Kritische, und wenn man sozusagen auch in der Analyse über einen anderen schlechten Läufer spricht, dann sagt man mal, das ist wie ein französischer Läufer, also so schlecht. Das ist sozusagen die heftigste Beleidigung, die man sozusagen für einen Läufer übrig haben kann, dass er wie ein französischer Läufer ist. Und wie man mit dem umgehen kann, von der einen wie von der anderen Seite, das möchte ich euch unter anderem in dieser Partie ein wenig näher bringen. C5 ist der normale Zug, A3, Hauptvariante hier ist Läufer schlägt C3. Das wird wahnsinnig kompliziert mit sehr viel Theorie, sehr vielen neuen Entwicklungen, auch sehr spannende Stellungen entstehen da, die aus meiner Sicht objektiv alle sehr gut sind für Weiß, aber wahnsinnig schwer zu spielen. Und deswegen muss man da wirklich seine theoretischen Hausaufgaben gemacht haben, wenn man in diesen Varianten irgendetwas holen möchte. Also in der Partie kam Läufer A5 etwas, was man heutzutage überhaupt nicht mehr sieht. Und hier kannte Smyslov, obwohl wahrscheinlich ein bisschen überrascht von dem Zug Läufer A5, seine Hausaufgaben, denn er spielte den korrekten Zug B4. Die Idee von diesem Zug ist, dass man nach C schlägt B4 direkt Springer B5 macht und sozusagen dadurch, dass der C-Bauer jetzt abgelenkt ist, keinen Druck mehr gegen sein starkes Zentrum bekommt. Ja, man opfert einen Bauern, ist klar, aber das ist nicht so schlimm, wie zum Beispiel der Umstand, dass man wahrscheinlich sehr gut zu Springer D6 kommt oder dass, wenn der Springer sich gegen den Läufer tauscht, der Läufer irgendwann auf den schwarzen Feldern sehr, sehr nervig werden kann. Also das ist genau die richtige Reaktion. Botvinnik entschied sich aber dagegen, auf B4 zu nehmen, sondern destabilisierte das weiße Zentrum mit C schlägt D4. Es folgt natürlich trotzdem Springer B5, Läufer C7 und F4. Also, was haben wir jetzt hier für eine Situation? Das weiße Zentrum ist nicht so stark, wie es ab und zu mal ist, weil er hat keinen D4-Bauern, weil er es auch nicht geschafft hat, das rechtzeitig mit C3 zu stabilisieren. Schwarz hat ja direkt auf D4 genommen. Weiß hat großen Raumvorteil, kann sich den starken Läufer eventuell mal sichern und hat natürlich auf D4 gleichzeitig ein sehr, sehr schönes Feld für den Springer. Insgesamt also eine gute Variante eher für Weiß. Aber eine, mit der man eindeutig mit Schwarz zeigt, ich will auf Gewinn spielen. Ich bin bereit für Ungleichgewichte, für Dynamik. Ich habe davor keine Angst. Springer E7, Springer F3, Springer C6, Läufer D3. Und auch einer unserer Autoren, GM Dimitri Kollas, hat diese Variante mit Schwarz schon gespielt und damit gegen einen indischen Großmeister mit über 2-6, allerdings in Anführungsstrichen nur online gewonnen. Dimitri entschied sich hier seinerzeit für A5, was hätte der Gegner korrekt gespielt, ein Fehler gewesen wäre.
denn es kam, hätte kommen können, Springer C7, Dame C7 und dann B5. Und nach Springer B8 ist die schwarze Stellung schon sehr trübe. Zum Beispiel kurze Rochade. Man sammelt sich den D4 ein. Und dieser Bauer auf B5 sorgt dafür, dass fast keine schwarze Figur sich vernünftig entwickeln kann. Gut, das nur eine kleine Anmerkung, weil ich fand es ganz witzig, weil ich hatte bisher Dimitri nicht unbedingt als französischer Spieler auf dem Schirm. Gut, es kam Läufer B8. Weiß sagt, so, wenn ich jetzt die Gelegenheit bekomme, Schwarz sagt, wenn ich jetzt die Gelegenheit bekomme, dann lasse ich mir den Läufer nicht gegen den weißen Springer abtauschen, stelle ihn nach B8 und jetzt habe ich natürlich mal die Chance mit A6 hier auch ein bisschen den Springer zu nerven. Springer schlägt D4, A6, Läufer E3, Läufer A7. Ja, der Läufer hat schon einen ganz schön weiten Weg hinter sich. B4, A5, C7, B8, A7, aber steht da auf A7 jetzt natürlich sehr, sehr gut. Ich hätte jetzt an der weißen Stelle hier einfach C3 gespielt, das Zentrum weiter zu stabilisieren. Schwarz ist ja ein bisschen gedrückt. Ich will also nicht zulassen, dass sich hier zu viele Figuren abtauschen. Ja, er hat das zugelassen. Smyslov hat gesagt, okay, ich mache hier kurze Rochade und tausche alles ab. Oder lass alles abtauschen. Endspiele sind gut für mich, wird die Herangehensweise von Smyslov gewesen sein. Endspiele sind gut für mich, weil ich habe den besseren Läufer und sozusagen die Angriffschancen sind nicht mehr ganz so wichtig. Mit zwei abgetauschten Figurenpaaren sind sie noch nicht völlig weg vom Fenster, aber sie werden natürlich ein bisschen schwieriger umzusetzen. Dame B6 und jetzt Smyslovs Idee, hier König H1 zu spielen. Ein feiner taktischer Trick, den es aber im Franzosen häufiger gibt. Die Idee ist natürlich, dass nach Dame schlägt D4 Läufer B5 Schach kommt und die Dame auf D4 hängt. Läufer D7 deshalb, jetzt geht kein Abzugsschach mehr. Jetzt hängt also der Springer, deswegen C3, Turm C8, logisch, Dame E1. Und das ist für mich eine ganz wichtige Stellung. Und hier fange ich einfach mal an mit der offenen Fragestellung. Was hättet ihr hier mit Schwarz gespielt? Wenn ihr es nicht wisst, haltet kurz die Uhr an und berechnet. Aber vielleicht habt ihr es auch ad hoc. Der richtige Zug wäre gewesen, hier Läufer B5 zu spielen. Die Grundregel gilt bei so einem Läufer, wenn wir ihn tauschen können und nicht sehen, wie das konkret ausgenutzt werden kann, dann machen wir das. Weil die Gelegenheit des Tausches mag gleich wieder vorbei sein. Und das können wir uns mit so einem Läufer nicht leisten, dass der auf einmal irgendwie für den Rest der Partie da bleibt. Also das ist eine ganz komische Entscheidung, hier nicht Läufer B5 zu machen. Denn das Gute ist, also nach Läufer B5, AB5 haben wir auch immer Turm C4, falls jetzt zum Beispiel Dame E2 oder so kommt, weil er sich auch erstmal um den C3 kümmern müsste. Aber Turm C4 ist ein schönes Feld, kurze Rochade, Turm C8, das ist das eine. Das andere ist, wir nehmen auch eine Angriffsfigur von Weiß vom Brett, weil der Läufer von D3 schaute im Falle der kurzen Rochade ja durchaus mal nach H7 für mögliche Einschläge und auch das haben wir damit beseitigt. Also wenn bei so einem schlechten Läufer die Möglichkeit besteht, egal gegen welche gegnerische Figur, den zu wegzutauschen, dann machen wir das. Also da nicht lange zögern und diese Bauernstruktur, ja, der doppelte B-Bauer ist auch noch isoliert, aber wir können ihn für den Moment halten und C3 und A3 sind ja auch Schwächen. Ist ja nicht so, dass Weiß jetzt hier überhaupt gar keine Bauernschwäche hätte. Ja, und jetzt kam ein strategischer Klops. Ich bin da vielleicht ein bisschen kritisch, weil es gibt hier sehr schöne Beispielpartien dafür. Und ich möchte erläutern, warum ich H6 für einen sehr schlechten Zug im Gegensatz zu Läufer B5 halte. Stellen wir uns vor, die Damen werden vom Brett getauscht. Wir haben also ein Endspiel. Dann hat Schwarz die Schwäche am Damenflügel, dass zum Beispiel über die schwarzen Felder der König einmarschieren kann, dass die Bauern auf den weißen Feldern schwach werden könnten. Das kann man aber alles verteidigen, weil es ist eigentlich nur eine Schwäche an einem Flügel. Das bedeutet, um weiter vernünftig fortzufahren, bräuchte Weiß noch eine zweite Schwäche. Also am besten am Königsflügel, Prinzip der zwei Schwächen und die zwei Schwächen sollten natürlich möglichst weit auseinander gehen. Schwächen provoziert man, indem man Linien öffnet und dadurch auch Bauern vereinzelt. Und durch den Zug H6 wird es Weiß im Endspiel deutlich einfacher fallen,
mit H4, G4, G5 hier Schwächen zu schaffen. Denn man hat hier die Feindesberührung schon auf G5. Stünde der Bauer noch auf H7, bräuchte Weiß bis zur Feindesberührung bis nach G6. Und das ist in vielen klassischen Partien ein großer Unterschied. Also in dieser Struktur, wo man eher schlechtere Endspieler hat, bitte ganz besonders aufpassen, nicht solche gedankenlosen Züge wie H6 zu spielen. Das kann einem, vor allem gegen starke Gegner, im Endspiel ordentlich kosten. A4, A5, sehr guter Zug. Ja, also Schwarz versucht hier die Bauern von Weiß auf die weißen Felder zu lenken. Springer B3 kam. B5 hätte man hier machen können. Mir gefällt der Zug optisch nicht, aber wie auch schon vorhin, als wir mal B5 gesehen haben, der Bauer auf B5 schränkt natürlich sehr, sehr stark das schwarze Figurenspiel ein. Springer B3, Dame C7, Gegendrohung gegen C3, Springer C5, das war ein Fehler. Besser wäre es gewesen, Turm C1 zu spielen. Läufer schlägt A4, Springer D4 zurück, A schlägt B4 und hier hat Weiß jetzt einen richtig, richtig starken Zug. Richtig starken Zug. Überlegt mal, was das sein könnte. Wie gesagt, das ist jetzt eine Analysestellung, aber ich fand sie so gut, dass ich sie euch unbedingt zeigen wollte. Überlegt mal, was jetzt hier die korrekte Fortsetzung ist. Nicht einfach, aber gut, was ist schon einfach? Im Angesicht der Endlichkeit ist nichts einfach. Habt ihr es? Wenn nicht, haltet das Video an. Und denn ich präsentiere euch jetzt die Lösung. Der richtige Zug hier ist F5. Das ist die klassische Idee, im Franzosen F5 zu spielen und so die Stellung zu öffnen. Und der König steht immer noch schlecht. Wir haben Dame G3, wir haben F6, wir haben F schlägt E und so weiter und so fort. Und vor allem natürlich nach EF, Springer F, Springer F5, Verzeihung, Springer schlägt F5, Läufer F5. Ja, jetzt ist auch noch der Turm auf C8 angegriffen. Wenn der wegzieht, nehmen wir mit Tempo auf B4. Wir haben E6, also die Stellung ist wahnsinnig unangenehm. Also das ist das eigentliche Spiel von Weiß, hier irgendwie mal F5 durchzusetzen und nicht am Damenflügel irgendwelche Spirenzien zu treiben. Okay, Springer C5. Kurze Rochade wäre jetzt der beste Zug gewesen. Okay, es kam Läufer C6, Dame F2. Kurze Rochade jetzt, Springer B3, Läufer D7. So, was ist jetzt der korrekte Zug? Überlegt es euch mit Weiß am Zug. Smyslov hat ihn gefunden. Haltet das Video an, wenn ihr dafür ein bisschen länger braucht, denn ich werde euch jetzt die Lösung präsentieren. Der richtige Zug hier ist Dame C5, das Angebot, die Damen zu tauschen und in ein besseres Endspiel abzuwickeln. Was aber nicht richtig ist, nach Dame schlägt C5 wie in der Partie Springer schlägt C5 zu machen. Die weißen Bauern sind zu schwach, es droht doch auch irgendwann mal B6. Da muss man sehr, sehr aufpassen, denn jetzt nach Turm C7 musste Weiß schon rausnehmen. Und jetzt sind wir unseren französischen Läufer los. Jawohl, jetzt steht man gut mit Schwarz. Das ist genau das. Das ist sozusagen, darum leidet man, wenn sozusagen der französische Spieler an sich, und ich habe selber auch häufig schon französisch gespielt, wenn der leidet, dann braucht er ja Dinge, an denen er sich festhalten kann. Entschuldigung. Und er hält sich daran fest, solche Stellungen zu haben. Weil hier ist jetzt alles gut. Der Springer ist eine starke Figur in diesen Stellungen. Die vorgerückten Bauern F4, E5 können mal schwach werden, sehen wir gleich noch. Und man hat keinen weißfeldrigen Läufer mehr. Das ist ein Traum. Also das ist, ich habe überlegt, ich habe es der französische Läufer genannt, ich habe es auch überlegt, der französische Traum zu nennen, die Partie, aber das war mir dann zu, da habe ich gesagt, der französische Läufer ist besser. Aber das ist der Traum eines jeden französischen Spielers, solche Stellungen zu erreichen. B schlägt A, Turm A8, der Bauer geht sofort wieder zurück und es gibt hier kein Problem in dieser Stellung. C4 ist natürlich korrekt, weil er versucht, alle Probleme jetzt hier direkt zu lösen. Aber Schwarz hat jetzt die aktiveren Figuren, einen starken Springer, der sofort Probleme macht. Und das ist eine super unangenehme Stelle. Schwarz hat jetzt die Dynamik auf seiner Seite und ja, steht einfach richtig, richtig gut. Genau. Hier an dieser Stelle wäre mir noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass A5 jetzt hier wahrscheinlich noch ein bisschen besser gewesen wäre von Weiß, denn er muss ja auch Gegenspiel bekommen.
Und deswegen ist es immer wichtig, bewegliche Schwächen sind keine guten Schwächen, weil wenn man sie gerade auf einem Punkt angegriffen hat, dann bewegt sich die Schwäche zum nächsten Punkt. Dann muss man alle seine Figuren wieder so hinstellen, dass sie auf die andere, auf das andere Feld gucken, wo jetzt die Schwäche gerade steht. Deswegen erstmal die Schwäche fixieren. A5, der Bauer hängt ja sowieso. Ja, wahrscheinlich war er schon zu sehr im Remis-Modus und hatte auf irgendwelche Generalabtäusche gehofft, die dann dazu führen, dass die Stellung Remis ist. Okay, Turm A3, Springer B1, Springer D2. Also Botwinnik rührt aber weiter in der Stellung rum. Turm F2, Springer C4, H4. So, und jetzt die nächste Frage an euch. Wie sollte Schwarz an dieser Stelle weitermachen? Ein sehr wichtiger Moment aus meiner Sicht. Wie gesagt, also die Stellung wird lange noch im ausgeglichenen Bereich sein, auch nach dem nächsten Zug. Aber es geht ja darum, Gewinnchancen sich zu kreieren. Ne? Man kann ja nicht sagen, so, ich will aber immer auf Gewinn stehen. Ja, gibt aber nicht. Man muss sich das eben erarbeiten. Und das tut man, indem man Ungleichgewichte schafft, Schwächen schafft, Probleme stellt. Und das hat Botvinnik mit dem nächsten Zug sehr, sehr stark gemacht. Ja, überlegt euch mal. Habt ihr eine Idee? Ich werde es jetzt lösen. Wenn ihr noch ein bisschen nachdenken wollt, dann haltet das Video an. Der richtige Zug ist hier G5. A gibt dem schwarzen König einen Weg, das ist ein wichtiger Aspekt. Und B provoziert dann natürlich Schwächen. Also Bauer nimmt, F schlägt G5, kam in der Partie. Läufer E2 wäre stärker gewesen, aber es ist sozusagen nicht relevant. Läufer E2, Springer E3, das ist jetzt einfach eine forcierte Variante, aus der man vielleicht lernen kann, dass diese Stellung hier zwar gefährlich aussieht, aber am Ende eben auch nur ausgeglichen ist. F schlägt G, Springer schlägt E5 und jetzt hat Weiß Probleme, denn die Bauern auf G5 und G3 sind natürlich deutlich schwächer als die auf F7 und E6 und der Springer auf E5 ist ein absolutes Monster, auf das man ordentlich aufpassen muss. Ja, hier wäre A5 gut gewesen, einfach um die Schwäche dazu auf ein schwarzes Feld zu stellen. Es kam aber Turm B1 und dann A5, was natürlich grundsätzlich auch in Ordnung ist, Turm C2. Turm B3, also alles sehr, sehr überlegt gespielt. Aber so richtig Fortschritte konnte keiner der beiden machen. Hier hätte es übrigens einen Weg gegeben zum Remis. Nimmt, nimmt, nimmt. Turm schlägt G5, Turm C8 Schach, König G7, Turm C7. Und das ist Remis. Also ich dachte, ich konnte meinen Augen nicht trauen, als ich das gesehen habe. Aber man kann jetzt hier natürlich noch auf G3 nehmen, ist logisch. Aber der F7, den kriegt man nicht mehr im Griff. Der König muss hier einfach an dem Turm dranbleiben, damit nicht Turm F5 geht. Und ja, dann schlägt es auf F7 ein, sobald Schwarz kein Schach mehr gibt. Und das ist dann Remis. Das wäre der Weg gewesen, aber in der Partie natürlich wahnsinnig schwer zu berechnen. Also Turm E4, König G7, sehr schöner Zug. Läufer H5, Springer G6. Beide spielen die Stellung gut. Turm G4, aber es ist immer noch Schwarz natürlich, der hier Ambitionen hat auf mehr, einfach wegen dieser schwachen Bauern. Läufer schlägt G6, König schlägt G6, Turm F2, auch sehr logisch, Turm F5, Turm schlägt F5, E schlägt F5 und ja, jetzt kam der entscheidende Fehler, aber ich frage euch, was ist hier der richtige Zug für Weiß? Überlegt es, wichtige Endspielaufgabe, aus der man eine ganze Menge lernen kann. Aber es ist nicht einfach. Ich musste auch erstmal gucken, warum war das jetzt der falsche Zug und was ist der Unterschied zum richtigen Zug. Aber wenn man es dann erstmal sich erarbeitet hat, dann ist es doch recht logisch. Ja, denkt mal kurz drüber nach. Ich hoffe, ihr habt das Video angehalten, falls ihr es noch lösen wollt, denn ich werde jetzt weitermachen. Es kam in der Partie Turm C4. Und jetzt kann man Turm E4 machen. Und das verliert den A4-Bauern, weil Turm schlägt E4 ist nicht erlaubt oder ist schon erlaubt, aber das wäre verloren, weil dann nach König schlägt G5 man ein Bauernendspiel mit Bauer weniger hat. Und damit jetzt Turm C7, Turm schlägt A4. Und ja, vielleicht kann man das hier noch Remis halten, aber das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Also sehr, sehr unangenehm. Stattdessen wäre stärker gewesen, Turm H4 mit der Idee, jetzt nach Turm E4 König F3 zu spielen. Jetzt ist der Turm ja gedeckt. Und die Transformation Turm schlägt H4 bringt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, da muss Schwarz wahrscheinlich eher aufpassen als Weiß.
Genau, Turm C4, Turm E4, der Bauer war weg und jetzt war der Widerstand von Smyslov auch gebrochen. Denn diese Stellung ist dann natürlich völlig aus. Also, Wahnsinnspartie. Botvinnik hat gezeigt, dass er ein zäher Hund ist. Direkt mit einem Auftakt-Schwarz-Sieg in die Weltmeisterschaft. Trotzdem ging es am Ende nur 7-7 aus. Das reichte sehr, sehr knapp für die Titelverteidigung. Aber Smyslov wurde ja neuer Weltmeister. 3 Jahre später und die Partie schauen wir uns gleich an. Aus dieser Partie nehmt bitte mit, diesen französischen Läufer oder schlechte Läufer im Allgemeinen abtauschen, sobald es geht. Außer es gibt ganz konkrete Gründe, die dagegen sprechen. Ich hoffe, die Partie war lehrreich für euch. Ich fand sie sehr, sehr spannend. Und dann sehen wir uns gleich zur nächsten Partie. Bis gleich.